Hallo, mein lieber Zwilling. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Franziska und ich habe jetzt die Legung für dich für den Juli 2024 beziehungsweise für die kommenden 4 Wochen. Wann immer du dieses Video findest, kann etwas dabei sein. Spür rein, schau rein, hör rein, um festzustellen, ob etwas mit dir in Resonanz geht. Denk bitte daran, dass es eine allgemeine Legung ist und nicht immer in Resonanz gehen kann und muss mit dir, ja? Ich werde dir in diesem Video jetzt erst eine Kurzzusammenfassung geben über diese kommenden 4 Wochen und diese Auslegung. Und dann werden wir in die vertiefende Deutung gehen. Das heißt, ich werde so viel als möglich hier rausholen, in circa 30 Minuten erklären. In der Kurzzusammenfassung geht es in den kommenden 4 Wochen um Nachrichten, die mit Unklarheiten daherkommen, die über gewisse Herausforderungen handeln und die mit Komplikationen und Umwegen auf der beruflichen Ebene zu tun haben. Das sind zwei Themen tatsächlich auch angezeigt. Das Ganze hat mit einem Neuanfang zu tun, der sehr positiv ist und der hier auch zukunftsträchtig ist, beziehungsweise auch mit einer Reise und oder eine Geschäftsverhandlung. Ich hoffe, du verstehst, um was es geht. Mein lieber Zwilling, wir schauen uns das Ganze jetzt vertiefend an. Und diese Energie ist die Energie, die dem Ganzen zugrunde liegt, sage ich immer, die im Hintergrund mitschwingt. Und oh, das ist deine Karte. Ganz interessant, denn das bist du in jedem Fall, ja? Egal ob Mann oder Frau, die weibliche Hauptpersonenkarte steht für den Zuschauer, auf jeden Fall, ja? Also für dich als Zwilling. Meine lieben Crosswatcher, das ist Zwilling, ja? Dein Gegenüber kann ebenfalls ein anderes Geschlecht haben, kann männlich sein, kann weiblich sein. Das muss nicht immer dein Wunschpartner sein. Ganz wichtig bei dieser Karte ist noch, dass es hier um das Thema Passivität geht. Und deswegen ist hier unten dran diese Energie tatsächlich sehr aussagekräftig. Und ich habe noch eine Vermutung gerade, dass du so von außen drauf schaust. Dieses von außen drauf schauen auf die Situation ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach so. Es kann nur manchmal sein, und da muss ich jetzt mal schauen, was die Karten sagen, dass uns dadurch, also wenn wir geerdet sind, wenn wir verbunden sind und die Sachen beobachten und trotzdem an uns ranlassen und je nach Thematik behandeln, dann mag das in Ordnung sein, ja. Es wird nur problematisch, wenn die komplette Verbindung nach unten und nach zu den Leuten und zu den Situationen fehlt, weil man vielleicht die Schnauze voll hat. Oder da gibt es die tausend verschiedene Möglichkeiten, okay? Ihr Süßen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal im Einzelnen an. Und zwar liegt hier in deinem Haus Platz das Haus. Es geht hier um das Thema Neuanfang mit einem Haus, in einem Haus. Und hier liegt der Schlüssel und das Ganze wird auf jeden Fall erfolgreich. Es kann sein, dass hier im Umfeld jemand umzieht, was du mitbekommst, ja, ein Gegenüber liegt hier auch, sehe ich gerade, der liegt in der Diagonalen, was dann auch immer ganz interessant ist. Oder das Gegenüber hat hier die Diskussion wegen einem neuen Haus, einer neuen Wohnung, einem neuen Umfeld, ja.
für einen Freund, für eine, das kann auch ein Tier sein, für ein Tier, da kann es ebenfalls Diskussionen geben, dass hier ein Tier ein neues Umfeld bekommt. Diese Person liegt im Haus des Kummers. Kann sein, dass diese Person zum einen sehr sorgenvoll ist, sehr kummergeladen, beladen. Kann aber auch gut sein, dass diese Person dadurch etwas abschließt, habe ich den Eindruck. Und es kann auch sehr gut möglich sein, dass diese Person hier mehr Sorgen hat, die sich hier dann aber, also definitiv werden sich diese Sorgen verändern, ja. Hier kommt ein Erfolg nach Anstrengung. Das ist die Bedeutung. Im Übrigen liegt die Sonne im eigenen Haus, sehe ich gerade, was hervorragend ist, mein lieber Zwilling. Denn hier braucht es also etwas Anstrengung. Es geht um zwei Dinge, die bearbeitet werden wollen, sagen die Engelsflügel hier, und das Ganze ist wertvoll, ja. Da geht es um ein Haus, um eine Wohnung, um eine stabile Basis, um dein privates Umfeld. Ganz wichtig. Und es ist hier wichtig für die Zukunft, ja. Da braucht es ein bisschen Geduld, das ist ebenfalls wichtig. Ich weiß, das hören wir alle immer super gerne. Aber das ist halt nun mal so. Also auch eine Reise ist hier sehr wertvoll. Steht ebenso hier. Eine schicksalshafte Reise. Und die ist auf jeden Fall auch geführt, ja. Und das können auch zwei Reisen sein, die hier tatsächlich stattfinden. Oder es geht um zwei Personen. Das kann natürlich auch sein, dass es hier für zwei wichtige Personen ist, dass hier an etwas Wertvollem gearbeitet wird. Der Anker steht im Übrigen nicht nur für die Arbeit, sondern auch, dass man verwurzelt ist. Eine wertvolle Verwurzelung, ein etwas Festhalten ist wertvoll. Und dieses Thema an etwas Festhalten hat dieses Gegenüber. Ja, das kann jetzt eine Beziehung sein, das kann eine Reise sein und das kann hier etwas sein, was in der Öffentlichkeit mit Heilung zu tun hat. Und zwar Heilung auf der Ebene. Das ist auch spannend hier, denn da geht es um Nachrichten, da geht es um Informationen, da geht es um Kommunikation, die nach außen gebracht wird, und da ist ein großer Heilungsaspekt drinnen. Ebenfalls habe ich hier auch liegen in der Kombination, dass hier eine, es könnte sogar eine Kurklinik sein, ja, die oder eine Kuranstalt mit einem spirituellen Aspekt, oh, liegt auch im eigenen Haus, sehe ich gerade, könnte hier auch Thema sein. Also das ich muss jetzt mal echt genau gucken. Da habe ich die Blumen drinnen. Okay. Ganz interessant, also wirklich ganz interessant ist hier, dass ich viele Möglichkeiten habe, die Gespräche bezüglich einer Firma und Behörde, bezüglich einer Selbstständigkeit, die dürfen geprüft werden. Hier ist ein bisschen Aufregung in der Öffentlichkeit zu sehen und ein bisschen Stress auch, ein Stressfaktor durch die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, was auch ein bisschen verborgen ist. Ich habe hier auch irgendwas Falsches darf getrennt werden, weil hier vielleicht ein Stressfaktor damit zu tun hat mit der Natur. Ja, mit irgendwas in der Natur. Das kann jetzt natürlich sein, also die Natur glaube ich jetzt nicht als Stress, ganz ehrlich, sondern ich habe eher den Eindruck, dass zu viel nach außen gehen stresst gerade. Und das kann es sein, holla die Waldfee, was dich stresst, weil es liegt über deinem Haus.
Ja, dieses nach außen gehen, dieses Präsentsein, dieses Repräsentieren vielleicht. Repräsentierst du irgendwas oder du hast Gespräche in der Öffentlichkeit und das kann dich gerade extrem stressen. Weil ich hier noch, ja, das passt total, die Konstellation oben drüber habe. Hast du einen Stress mit der Öffentlichkeit, mit etwas in die Öffentlichkeit zu bringen, mit dem Thema nach außen zu gehen, öffentlich zu werden? Ja? Und da ist dieser Konflikt hier auch zu sehen. Großer Konflikt und Kummer, den sehe ich tatsächlich auf emotional-psychischer Ebene, sowohl bei dem Gegenüber als auch bei dir tatsächlich, dass da mit etwas, was in Kürze stattfindet, auch ein Konflikt ist, auf Seelengedanken und emotionaler Ebene. Hier ist ein alter Konflikt zu sehen, der mit dem Geld zu tun hat und der auch mit viel Geld zu tun hat. Und da gibt es Verknüpfungen. Das ist ganz interessant hier, denn das Thema Geld ist hier auch ein wichtiges Thema. Hier gibt es die Blockade mit dem Thema Geld und da verändert sich aber etwas durch eine Entscheidung. Das finde ich schon mal sehr schön. Die Entscheidung dürfte etwas schwer fallen, also da wird es ein bisschen brauchen. Ich habe auch den Eindruck, dass hier jemand Hilfe und Unterstützung aus dem Freundeskreis bekommt, um hier zum einen etwas mit dem Thema Haus in einen Neuanfang zu führen. Ich habe hier zwei Häuser liegen. Einmal ein Haus, in dem du wohnst gerade. Und hier liegt ein neues Haus. Dieses neue Haus kann ein Haus von einem Freund sein, weil es dran liegt. Es kann ein Haus sein, was mit einer Firma, Behörde zu tun hat. Vielleicht hast du deine Selbstständigkeit in einem Haus. Es kann hier aber auch um sowas wie eine Vermietungsfirma gehen. Bei uns sind es häufig Genossenschaften. Es kann hier aber auch darum gehen, dass hier die Liebe ins Haus kommt, da ist eine Entscheidung zu treffen. Die Liebe liegt hier im Haus der Mäuse. Das ist ganz interessant. Also da knabbert irgendwas dran an der Liebe. Und vielleicht ist auch momentan keine Liebe zu sehen, also keine Liebe in Sicht. Jedoch habe ich den Storch ja da liegen und der Storch sagt immer, gerade in dieser Kombination, dass man sich hier auf dem Thema der Liebe, also die Liebe zu sich selber kann es sein, das kann ein Herzensprojekt sein, dass da noch so ein paar Sorgen, Kümmernisse dran knabbern. Es kann, weil ich das Projekt nämlich auch oben drüber habe, es kann hier auch sein, dass das Ganze eben mit dem Thema Unsicherheit zu tun hat. Und das ist die Herausforderung, hier eben Entscheidungen zu treffen, mit denen man auf Herzebene vereint ist, ja? Ich habe hier das Glück mit oder durch eine ältere Frau, das kann eine Mutter sein, eine Freundin sein, das kann auch jemand sein, der gewisse Entscheidungen treffen kann und hier auch eine gewisse Erkenntnis mit reinbringt. Diese Erkenntnisse, die sind auch oberwichtig, gerade auch was das Geld angeht. Ja, hier kommt ein Thema mit viel Geld und hier, also das kann jetzt jemand sein, ein Geschäftspartner, ein Sachbearbeiter. Das kann tatsächlich auch jemand von der Bank sein, der hier ein bisschen
Eine Blockade hat wegen einer Arbeitsstelle, einer Finanzierung, weil es da um viel Geld geht. Und da ist ein Konflikt. Also hier sehe ich aber auch, dass sich hier etwas verändert. Denn die Konstellation sagt eindeutig, dass Komplikationen, Umwege wegen der Arbeit da sind, wegen einer Selbstständigkeit. Ich muss es mal genauer definieren, beziehungsweise woran du arbeitest. Und es sind zwei Themen. Und dieses Thema ist mit gewissen Herausforderungen verknüpft. Und diese Herausforderungen sind eben die Thematik, dass nicht alles glatt geht und nicht alles sofort funktioniert. Ja, weil hier gewisse Lernaufgaben da sind. Ich habe hier auch keine Entscheidungen, werden hier getroffen. Vielleicht mag der ein oder andere in dieser Legung keine Entscheidung gerade treffen. Und der Berg liegt im Kartenbild und ich muss wieder gähnen. Entschuldigung, ich bin nicht müde. Das ist diese Berge locken mir immer ein Gähnen raus und da löst sich schon etwas. Also die Investition, die mit einer Herausforderung kommt, das ist eine Investition ins Leben, ja, also um etwas langfristig hier in den Fluss zu bringen, was an Kommunikation Thema ist. Das Ganze ist auch wertvoll, daran zu arbeiten, ja, sagt die Legung hier. Also das ist wirklich wertvoll, daran zu arbeiten. Und dieser Herzenskummer, der hier zu sehen ist, bei einer herzlichen Frau oder der mit dieser Veränderung einfach einhergeht. Also da ist ein Gegenüber, der hat mit dieser Veränderung gar nicht gerechnet, ja. Und der muss sich hier erstmal klar werden, um was es hier überhaupt geht bei dieser Veränderung. Und dieser Prozess ist hier eben angezeigt. Dieses Reinspüren, Reinfühlen, diese Klarheit zu bekommen, was hier an Veränderungen möglich ist und ob ich diese Veränderung will. Dieser Kummer, dieser Stillstand, da wird etwas auch grandios durch diesen Stillstand, ja. Da wird anscheinend bei einer Investition hier, eine langfristige Investition ist es definitiv in eine Kommunikationsthematik, die etwas in den Fluss bringt und die dann auch Geld bringt, ja. Und da wird eine Partnerschaft geklärt. Eine Beziehung wird geklärt und da verändert sich etwas. Ein gewisser Einfluss kann hier auch das Thema sein, der sich hier verändert. Vielleicht von einer ersten Tochter, einem dritten Sohn. Das ist auch gut möglich. Und ich habe hier auch einen zweiten Sohn, an dem, also das zweite Kind gleichen und unterschiedlichen Geschlechts. Egal welchen Geschlechts, das zweite Kind ist das Herz, ist hier auch angezeigt und da knabbert ein bisschen was dran. So ein bisschen Liebeskummer mit der Veränderung. Also hier hat auch ein zweites Kind ein bisschen ein Problem mit einer Veränderung. Vielleicht ist es ein Geschäftspartner, vielleicht ist es hier einfach überhaupt ein Geschäft, ja. Oder mit irgendetwas Altem. Das kann auch etwas Altes sein, was mit den Finanzen zu tun hat. Alte Verträge zum Beispiel können das hier auch sein. Altlasten an Verträgen, die sich noch verändern dürfen. Vielleicht laufen hier Kreditverträge. Das kann in der Konstellation gut sein, dass da noch eine gewisse Heilung, eine Veränderung reinkommen kann und kommen darf. So, das ist mal ein Thema hier. Wir schauen uns das Ganze mal hier auf der Seite mehr an.
Und zwar interessieren mich die Häuser. Also das Thema Arbeit haben wir jetzt schon hinreichend gehabt. Mich interessieren hier die Häuser, weil die Häuser sind auch immer ein spannendes Thema. Eine Liebe, die hier sich verzögert und ins Haus kommen möchte, oder wird auf jeden Fall. Und Storch und Haus sehe ich gerade, ist auch immer der Umzug, liegt in der Mitte. Also es geht hier auch um Umzugsthemen, um Veränderungen, die durch einen Umzug, durch ein Geschäft auf geschäftlicher Ebene stattfinden. Und mit dem Geld hier habe ich den Eindruck, dass es Überraschungen gibt mit Themen, die auf finanzieller, geschäftlicher Ebene da sind. Beziehungsweise hier auch eine Liebe im Sommer in den Fluss zu bringen im Ausland oder mit dem Thema Arbeit. Also hier wird einiges, habe ich den Eindruck, auch noch angeschubst, ja. In der Zukunft. Die Sonne im eigenen Haus ist auch wunderschön. Denn guckt mal, mein lieber Zwilling. Interessant, dass ich jetzt Stier sage. Anscheinend hat die Legung für einen Stier auch noch eine Bedeutung. Also wenn du jemanden kennst, einen Stier, für den es Bedeutung haben kann, kannst du ihm das schicken. Die Konstellation wollte ich euch noch zeigen. Die ist nämlich genauso hervorragend wie die. Das heißt, dass der ganze Kummer es einfach bedarf, dass man daran arbeitet. Also sprich, nicht nur an dem Kummer arbeiten, sondern alle diese Probleme, die außenrum tatsächlich da sind, bearbeiten, so gut es dir halt möglich ist. Ja? Und hier diese Kummerkarte und die Sonne sagt, das wird besser. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Mit Anstrengung wird hier etwas besser. Und genau das Gleiche ist die Bedeutung hier. Mit Anstrengung wird etwas besser. Mit Hilfe und Unterstützung aus der Familie, im Familienkreis, durch Freunde, mit Hilfe und Unterstützung hier zu einer stabilen Basis finden, die für alle Beteiligten natürlich dann auch gut sein muss. Ja, es kann nicht sein, dass hier einer alles gibt und andere dann nur sporadisch da sind. Also wenn, dann sollte es natürlich schon konform gehen mit einem Zusammentun. Ja, ein Plan, der hier sehr klug ist, ist Thema. Oder ist, ah, schau mal, und da sehe ich genau, das ist das Thema. Ja, sage ich ja. Es ist hier, der Schlüssel sagt, mit Sicherheit kommt der Erfolg. Mit Sicherheit ist hier aber auch ein Zwiespalt in der Harmonie. Die Konstellation sagt mir, und das finde ich jetzt richtig interessant, dass es tatsächlich irgendetwas gibt, was den Frieden stört. Ja, und der Fuchs ist immer der Selbstbetrug. Irgendetwas ist hier, was falsch ist. Wenn du auf eine Liebesbeziehung schaust, ja, die Konstellation sagt, dass hier ein Verhältnis da ist, eindeutig. Und die Schlange liegt im Übrigen unten drunter. Also für diejenigen von euch, die auf die Liebe schauen, kann ich gleich sagen, hier ist mit Sicherheit ein Verhältnis da. Eine Liebschaft, irgendetwas, was falsch ist, ja, da rate ich zur Vorsicht. Wenn du das nicht ein Thema ist, dann ist das hier eine falsche Harmonie, die zu Komplikationen und Umwegen führt, bei dem Thema etwas festzumachen. Das bedeutet, du bist hier unter Umständen und deswegen liegst du hier außen, fehlt dir die Bodenhaftung. Ja, genau diese Verankerung fehlt hier. Die Erdung, sagen andere. Und das passt hier tatsächlich auch. Das ist sehr spannend. Das genau liegt auch im Haus der Komplikationen und das ist die Herausforderung, dass hier du oder und ein Gegenüber, kann ich, weil es gegenüber liegt, ja,
hier vielleicht zu abgehoben seid in Vorstellungen, ne? Die Vorstellungen, die Themen sind hier da und da die Bodenhaftung fehlt. Das ist auch gut möglich hier. Habe den Eindruck, dass es sich hier um einen Stier handelt, weil mir das vorhin schon rausgerutscht ist, komischerweise, ohne dass ich hier zuordnen kann, wer was ist. Meine lieben Zwillinge, du hast hier eine hochinteressante Legung. Ich könnte noch eine ganze Stunde weiter erzählen, weil ich so viele Aspekte sehe hier. Möchte es aber jetzt dabei belassen und freue ich mich, dass du bis hierhin zugehört hast und wünsche dir natürlich eine schöne, schöne Zeit und hoffe, du bist bald wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.